Solange ich Herrscher dieses Schlosses bin, werde ich ewig regieren. Und Prinzessin Peach ist dann für immer mein. Oh nein, Boss. Ich glaube, wir bekommen Probleme. Da kommt Lego Super Mario. It's me, Lego Super Mario. Das werden wir ja sehen. Goomba, Angriff. Goomba, 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 Goomba. Andi, sag mal, was machst du denn da? Spielst du mit Lego? Ja. Lass mal drüber reden. Ich gebe es zu, ich liebe Lego. Nicht nur habe ich das ein oder andere Star Wars Lego Set zu Hause stehen, nein, jetzt gibt es auch noch eine Kooperation mit Nintendo und wir können uns auf Lego Super Mario freuen. Doch bevor wir darüber reden, was es alles gibt und was Lego Super Mario so besonders macht und wieso es vollkommen okay ist, auch mal das Kind im Manne rauszulassen, vergesst nicht am Ende des Videos ein Like und Abo dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Ihr findet uns natürlich auch auf Instagram, Facebook und www.games.de. Auf unserer Website solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen, denn da gibt es aktuell auch noch ein cooles Gewinnspiel auf Platz 3, das Lego Super Mario Starter Set, womit ihr direkt loslegen könnt. Auf Platz 2 das Starter Set mit Bowsers Festung und auf Platz 1 alle hier im Video vorgestellten Lego Super Mario Sets plus eine Nintendo Switch inklusive Spiel. Okay, ja, da haben wir schon einiges zu verlosen dieses Mal. Aber jetzt erzähl erstmal, was gibt es denn eigentlich für verschiedene Sets? Ja, da gibt es tatsächlich einiges. Wir können ja mal einen groben Ausschnitt präsentieren. Wir haben hier das Starter Set. Da drin findet ihr den Anfängerkurs, ein Goomba, Bowser Junior und natürlich Lego Super Mario. Okay, der ist jetzt ein bisschen größer als, sagen wir mal, die reguläre Lego-Figur. Kann der auch was Besonderes? Ja, das ist nämlich der Clou an der ganzen Sache. Lego Super Mario ist nämlich digital interaktiv spielbar. In der Figur sind zwei kleine AAA-Batterien und ein Scanner verbaut, mit dem wir wirklich die Level nachspielen können oder auf der Brust von Mario zum Beispiel die gesammelten Münzen sehen, die man dann als Highscore in der App auf dem Handy sammeln kann. Das geht natürlich auch auf Geschwindigkeit in einer Challenge mit Freunden. Außerdem reagiert er auf Bewegungen wie Springen oder Gegner ausknocken mit Sounds. Es ist also wirklich der Versuch, den Charme der Videospiele auf ein analoges Medium zu portieren. Und ganz ehrlich, alleine dafür muss ich sagen, Respekt. Okay, ja, das ist ja tatsächlich eine witzige Idee. Was hat man denn da für Möglichkeiten? Du hast ja jetzt auch vom Starter-Set geredet. Was gibt es denn da noch Sachen, die man damit machen kann? Naja, wir haben da noch das Erweiterungsset zum Starter-Set mit Goomba, Koopa und einer Schaukel mit zwei Piranha-Pflanzen. Damit kann man dann die Herausforderungen natürlich alle nochmal ausbauen und näher an die Spielrealität bringen und dann ganz clever, also nee, warte, ich erzähl's dir nicht, ich lass dich einfach mal raten, womit besiegt man denn die Piranha-Pflanzen in den Spielen? Keine Ahnung, man springt drüber normalerweise. Okay, ja, das kannst du auch machen, aber womit noch? Feuerblumen? Genau, Feuer. Also dazu gibt es nämlich das Power-Up-Paket, bei dem man Lego Super Mario ganz einfach umziehen kann. Auf der Brust erscheint dann die Feuerblume und gleiches gilt auch für die Wolke, die beim Starter-Set dabei ist oder andere Plattformen. Man hört dann den ikonischen Mario-Sound und die Musik. Und ja, was ich auch noch erwähnen muss, es gibt einfach nichts Geileres, als die Flaggenmelodie zu hören, wenn man ein Level geschafft hat. Man ist auch nicht gezwungen, sich krampfhaft an die Bauvorlagen der App zu halten, sondern man kann da wirklich ganz kreativ vorgehen und seine eigenen Level nachbauen. Besonders wenn man an die NES- oder SNES-Vorlagen denkt, lässt sich da ganz simpel Kreativität mit Nostalgie verbinden. Besonders geil ist auch Bowsers Schloss. Das ist wirklich ein Riesenteil, aber daran merkt man auch die Detailverliebtheit, denn wenn man so ein End-Dungeon zeigen möchte, dann muss das auch mächtig sein. Was ist denn deiner Meinung nach die Zielgruppe für Lego Super Mario? Du sagtest gerade, Nostalgie ist da ein wichtiges Stichwort. Ist das jetzt etwas nur für Nostalgiker oder können damit auch andere Leute Spaß haben? Ich bin ja der Meinung,
Lego ist keine Altersfrage. Also Nostalgie ist sicher ein großes Thema. Ich bin da ganz ehrlich, bei mir hat es da voll die Nostalgie-Schrauben angezogen. Aber wenn ich jetzt an meinen Neffen denke, der wird 5 und hat natürlich nicht diesen nostalgischen Bezug, hat damit aber trotzdem seinen Spaß. Ich glaube, deshalb klappt diese Fusion auch so gut, denn es ist generationsübergreifend ein spannendes Konzept, sowohl von der technischen Seite aus, als auch der reinen Nostalgie. Du hast keine Chance, Lego Super Mario. Du bist in den Fängen meiner Piranha-Pflanzen. Es gibt keinen Ausweg für dich. Das wollen wir doch mal sehen. Ich wechsle einfach in mein Feuerpflanzen-Outfit. Au! Mamma mia!